herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir wieder einen Fashion Haul und ich habe schon das erste Outfit habe ich schon an. Ich werde es euch jetzt zeigen. Das heißt, wir haben einen Blazer. Wir sind Purple. Purple is the new color. Das heißt, wir haben hier Oversized Blazer, aber ich finde es sehr, sehr schön. Dann haben wir auch diese Bluse hier. Die muss ich persönlich sagen, hätte ich in einer XS gebraucht, weil ich einfach hier oben sehr, sehr klein bin. Die Hose habe ich mir in Medium gekauft und Perfect Fit. Ich bin ein Medium unten. Ich habe es eingesehen. Es geht sich bei mir mit unten nicht mehr aus. Weil ich zeige es euch dann noch ein bisschen. Aber ihr seht, sie gehen so nach außen und sie sind richtig, richtig schön. Es ist übrigens Jena Trikot, aber das habt ihr eh auch im Thumbnail gesehen, aber amazing. I love it, it's so cute. Finde ich sehr, sehr schön. Also ist auch, finde ich, ein, ich meine, Bauchfrei ist immer die Frage, ob man das beim Business so tragen darf, aber ich find's extremely, extremely gorgeous. Ja, ich lieb's. Ich find's richtig, richtig toll. So, das heißt, this was the first outfit. Jetzt machen wir gleich das nächste. Aber ich find's super, super schön. Was meint ihr? Ich finde das voll, voll, voll schön. I love it. I love it. Das war so ein Set. Das ist ja übrigens die Collection, beziehungsweise Collection. Die, wo ich habe es wegen Bianca Ingrosso gesehen. Ich liebe Jena Trikot. Jena Trikot ist amazing und kann ich euch nur empfehlen. Also, it's gorgeous. Es ist enorm hübsch. Okay, jetzt machen wir das nächste Outfit. Next Outfit. Wir starten mit diesem Pulli. Und der ist super, super cute. Der ist cropped. Also das ist ein kurzer Pulli, aber enorm cute, oder? Der ist doch so schön. Ihr seht hier auch das Material. Es ist wirklich, wirklich schön. Sehr, sehr schön. Und dazu haben wir jetzt den schwarzen Rock. Gucken wir mal, ob ich genug. Den habe ich jetzt in S. Finde aber das ist eigentlich recht gut. Das ist nämlich so ein Stretch. Also ich habe hier auch noch durchaus viel Platz. Also das ist nichts Enges oder irgend sowas. Ich zeige euch auch noch die Länge. So, hier könnt ihr auch die Länge sehen. Perfekt. Ich finde das sehr, sehr schön. Auch definitiv ein Business. Den kann man auch... Das war nämlich auch diese Business Collection von Jena Trikot. Und dadurch, dass ich nicht so viel Business Sachen in meiner Garderobe habe, war es für mich so, oh mein Gott. Ich brauche mehr Business. Es ist, bei meiner Arbeit brauche ich einfach Business Outfits. Also, ja, das ist, das habe ich einfach bemerkt. Deshalb habe ich mir gedacht, perfekt, die Collection ist super. Und habe mir da eben ein paar Teile bestellt. Obwohl, das ist, finde ich, jetzt nicht unbedingt Business. Aber kann man definitiv auch ins Büro mitnehmen. Und dann hohe Schuhe dazu. Ich kann euch gleich die Stiefel, die ich gekauft habe, kann ich euch auch gleich zeigen. So, let's show you the shoes. So, jetzt seht ihr, denke ich, oh nein, noch weiter müssen wir. So. Sieht man jetzt, ich glaube, man sieht die Schuhe jetzt gut. Also, ich finde die sehr, sehr schön. Ich bin jetzt hier 37, bin ich jetzt von der Größe her gegangen, weil damit ich auch dicke Socken drin haben kann. Obwohl ich natürlich von der Größe an und für sich eine 36 bin, aber finde die sehr, die sind sehr angenehm, sehr, sehr angenehm. Also mit denen kann ich 10 Stunden gehen, also locker. Die sind richtig angenehm. Die haben auch so ein richtig angenehmes Material, weil ich habe jetzt gerade keine Socken drin. Richtig schön. Sehr, sehr tolle. Sehr, sehr tolle. Und ich mag auch, dass sie vorne, ich zeige es euch noch von nahen. Und zwar, dass sie hier auch so spitz werden, sie vorne. Ich finde die wirklich sehr, sehr schön. They're really, really pretty. Ja, sehr, sehr schön. Oh, I love it. Ich weiß, man sieht, das ist jetzt auch wichtig für mich zu sehen. Ja, keinen dunklen BH drunter tragen. Aber das ist voll, voll cute. Also es ist wirklich, 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 wirklich schön. Also, ja, sehr, sehr schön. Es ist ein richtig figurbetontes Kleid, aber ich finde es wirklich cute. Da seht ihr auch die Länge. Finde ich sehr, sehr schön. Ist wirklich, wirklich schön. Also, ja, es ist so angenehm. Es ist wirklich, wirklich angenehm. Also, es ist wirklich so ein Kleid, wo man sich wohlfühlt drinnen.
Ich lieb's. Ich find's sehr, sehr schön. Ja, und hier ist auch so ein bisschen puffy, gell? Ja, sehr, 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 sehr schön. Sehr, sehr angenehmes Material auch. I love it. Auch das mit einem Blazer drüber oder mit irgendwas ist auch super businessmäßig. Also, love it. Yes, amazing. Jetzt machen wir das nächste Outfit. So, my friend, this is the next outfit. Ich muss ja sagen, ist ein bisschen. Also, hier ist es einfach zu groß für mich. Also, ich habe nicht die Oberweite. Also, hier merke ich, es ist a no. Also, keine Ahnung, ob ich es ein bisschen zunähe oder so. Ja. Weil es ist halt schon ein bisschen für mich very revealing. Also, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so tragen wird. Aber es ist sehr, sehr schön. Ich zeige euch jetzt auch noch. Es ist vom Material her, ist es so ein. Ich würde es so sagen, so Swimming, also so wie ein Bikini ungefähr. Also, so ein, also es ist sehr stretchy, unglaublich stretchy. Ja, also es ist jetzt kein Stoff in dem Sinn. Scrollen wir hier ein bisschen runter. Und so sieht es jetzt dann unten aus. Hier seht ihr auch die Länge. Ich gebe es euch noch ein bisschen weiter hoch, dass ihr auch sehen könnt. So, das ist gut. Da seht ihr. Also so sieht es dann jetzt aus. Ich finde die Länge voll in Ordnung. Also ich finde die Länge voll in Ordnung. Ja, ich muss immer testen beim Gehen, ob es dann so hochrutscht. Aber dadurch, dass es sehr, sehr eng an der Figur anliegt. Ich habe jetzt da S genommen. Also ich habe eigentlich nur bei den Hosen habe ich M genommen. Sonst überall bin ich S. Beziehungsweise oben müsste ich manchmal X. Das bräuchte ich bei gewissen Sachen. Aber ja, ich finde es eigentlich schön. Das war so ein bisschen für mich so, oh, ich weiß nicht, ob mir das gefallen wird, aber irgendwie mag ich es, oder? Was meint ihr? Ich find's schön. Ich finde es schön, oder? Es ist schon, es hat was. Es hat was. Und ich würde es jetzt, warte, ich hole den lilanen Blazer. So, let's try it with the purple Blazer. So, packen wir den so drüber. Ja, oder? People, what are we thinking? Ich mag es irgendwie, oder? Es hat was. Ich würde es vielleicht nicht mit dem lilanen machen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ein bisschen too much wird. Ich würde es eher mit einem beigen, ich habe so einen beigen Oversize, den würde ich da drüber packen. But I like it. Aber es ist wirklich ein bisschen. Na, es geht. Es ist nicht so schlimm. Es geht. Es geht. Aber es ist halt ein bisschen. Es ist Ausschnitt. Also, wenn man dann noch so noch vor, es ist sehr viel Ausschnitt. Also, das muss man halt wissen, ob man das mag. Aber ich bin positiv überrascht. Yes, jetzt machen wir das nächste Outfit. So, people, the next outfit im Blazer habe ich wieder dazu gegeben. Und zwar das erste ist so ein, also so ein Bandeau oder wie heißt das? Also die Träger sind nicht von dem, also es ist ohne Träger. So kommt das und ich finde das schön. Also ich habe jetzt da S und S ist für mich definitiv gut. Ja. Yes, also ich würde das eben mit einem Blazer, weil sonst ist es, finde ich, sehr, sehr nackt. Also nur das würde ich persönlich nicht tragen, weil ich mische gern immer so, ich nenne es immer trashy mit classy. Und dann haben wir die Hosen. Die habe ich jetzt eben auch in Medium bestellt und sie sind wunderschön hier. Ich habe hier Luft drinnen, also ich kann hier noch, 5 Kilo kann ich hier noch zunehmen. Also das ist sehr, sehr angenehm. Auch hier, weil hier, ich habe sehr, sehr breite Hüften und Big Ass habe ich auch. Was hier, da, also bei mir ist immer unordentlich. Ich weiß auch nicht. Was hier leider das Problem ist, sie sind schon wieder so lang. Ich weiß nicht, warum das jedes Mal so ist, dass die einfach so lang sind, die Hosen. Und jetzt stehe ich schon, also wenn ich so stehe, sind sie natürlich viel, viel kürzer. Also die muss ich wieder kürzen. Ja, schade natürlich, ich verstehe es, die schwedischen Menschen sind viel größer. Aber trotzdem, jetzt sieht man mein Gesicht. Finde ich ein bisschen blöd, weil. Ich hätte gerne richtig lang, aber ich kürze sie einfach. Also die muss ich kürzen, aber sonst sind sie sehr angenehm, sehr, sehr, sehr angenehm. Ich mag das ja auch, wenn Hosen bis hier hochgehen. Also dieses früher, was man in den 90er hatte, dass sie fast schon hier unten sind. Och, I hate that. So unangenehm. Aber auch das Top finde ich sehr, sehr schön. Also ist jetzt nicht super spezielles, aber finde ich schön. Yes. I love it. So, das letzte Outfit, dann ist es schon vorbei, meine lieben Leute. Okay, my people, this is the last one. Das ist ein bisschen.
Das muss man irgendwie da hinten zubinden. Und ich habe no idea. Das mache ich jetzt auch nicht. Ich wollte es euch einfach nur zeigen. Das habe ich im Sale geshoppt. Also wenn ihr euch gerade denkt, why did you buy that? Ich habe es im Sale geshoppt und habe mir gedacht, ich schaue es mir mal an. Ich finde es an und für sich cute. Das Einzige, this is very, very short. Weil es ist ja fast durchsichtig. Also es ist sehr, ja, es ist ein bisschen kurz, aber es ist schon cute. Was meint ihr? Ich finde es schon irgendwie süß, aber I don't know. Na, da, also I don't know. Ich meine, ich werde es auf jeden Fall verwenden, aber wahrscheinlich auch so mit einem Blazer oder irgend sowas drüber. Jetzt ist natürlich auch kein Sommer mehr. Das heißt, man fühlt sich natürlich immer ein bisschen nackt in so Sommeroutfits, wenn halt Winter ist. Aber ja, oder Herbst, wie auch immer ihr das wollt. Aber muss ich mir aber noch anschauen. Aber gut, meine Lieben, das war jetzt der Haul. Ich bin super duper zufrieden. Ich weiß nicht, wie es euch... Ich komme ein bisschen näher. Ich bin so weit weg, liebe Leute. So, meine Lieben, jetzt ist der Haul vorbei. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde, wir haben richtig coole Sachen. Ich bin eigentlich mit nichts... Nichts war ein Flop. Alles war ein Hit. Und ja, also ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr... Ich glaube, dieses Jahr kommt kein Fashion Haul mehr. Also ich glaube, Fashion Hauls sind jetzt dieses Jahr vorbei. Das war einfach eine Collection, die mich super, super interessiert hat. Und wo ich gesagt habe, oh, da will ich mir schon ein paar Teile holen. Und habe ich dann auch gemacht. Und auch ein bisschen im Sale haben wir auch geshoppt. Aber gut, meine Lieben, das waren jetzt alle Dinge, die ich geshoppt habe. Und ich hoffe natürlich, dass euch der Fashion Haul gefallen hat. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwo jetzt ein weiteres Video von mir, könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Da würde ich mich auch freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gebt. Das sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und da würde ich super freuen, wenn ihr kommentieren würdet. Schreibt es mir alles in die Kommentare. Ich liebe es wirklich von euch zu hören. Und dann könnt ihr mir super gerne auf Instagram DM. Da bin ich natürlich auch für euch da. Und da würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!